Mirjam Jäger, unser heißer Freeski-Star, posiert fürs Maxim-Fotoshooting in sexy Lingerie. Das ist jetzt natürlich sehr speziell, oder? Weil es wenig bekleidet ist. Das heisst, ich muss immer Körperspannung behalten. Es ist nachher wabbelt es da noch rum. Nein, das ist sicher ein bisschen anstrengend beim heutigen Shooting. Normalerweise habe ich ein bisschen mehr an, das sind ein bisschen andere Posen. Und dann muss ich nicht auf jedes, also da ist wirklich Zehen müssen stimmen, die Brüste müssen stimmen, Rücken muss stimmen. Und das ist schon gerade ein bisschen speziell heute, ja. Aber die 31-Jährige modelt ja nicht zum ersten Mal. Seit Oktober 2013 hat sie einen Vertrag bei der SLA, der größten Modelagentur für Sport und Lifestyle. Also das Gegenteil halt vom Sport, wo ich mich eigentlich auch nie schminke, wo ich einfach rausgehe und Sport mache und auch im täglichen Training halt. Du bist meistens in den Trainer unterwegs und es ist noch schön, eben, es gibt also das Gegenteil und ja, ein Ausgleich eigentlich. Mirjam Jäger ist die Schweizer Goldmedaillenhoffnung in der Halfpipe. Da ist die Nervosität sicher groß. Schlussendlich steht bei mir immer der Fun im Vordergrund und ich darf mich dann zu fest darauf versteifen. Oh, Olympiade, Olympiade. Nein, es ist noch eine, ja, bist du viel zu fest im Druck drin. Also von dem her, ja, nein, nicht mehr nervös als sonst. Und wenn sie in der Halfpipe eine genauso gute Figur macht wie vor der Kamera, kann ja nichts schief gehen. Do you mind if we don't hold hands?